Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Outlaws. Auf der Basis der Vernichtung mit ganz, ganz vielen Waffen. Ich sehe die Konsole, aber hier sind ungefähr 100 Imps. Und Todestruppler? An alle Einheiten kommen Sie umgehend in den Besprechungsraum für eine Notbesprechung. Verlieren Sie keine Zeit. Ah, es geht weiter runter. Was geht da hinten ab? Ein paar sind weg, aber überzeugend klang das nicht. Ah, hat gereicht. Zum Angriff. Oh, Griff. Das ist nicht gut. Easy. Easiest fucking day of my life. Weiter geht's. Den hier mal machen müssen, ne? Wollte auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, ich muss die oben eliminieren. Komm, was auf. Was siehst du? Nix. Es ist Showtime. Lass es nicht entkommen. Komm, geh um die Ecke. Damit ich dich um die Ecke bringen kann. Alles läuft reibungslos. Ich finde es immer gut, dass solche Informationen alles machen. Sauber. Kurz bevor ich sie umhau, dass dann der letzte Funk quasi noch durchging mit alles gut und dann hau ich sie um. Das ist quasi Best-Case-Szenario. Ihr Knopf oder Min. Ich überlege gerade, wie ich das am schlauesten mache. Mit den Schächten hätte ich auch anscheinend gut arbeiten können, wenn hier sogar einer hingeht. Was machst denn du? Lüftungsschacht und Zugang gewähren. Keine Ahnung, ich hexe einfach mal. Du hast jetzt Zugriff. Gut, ich lade es hoch. Ach, das war die Konsole. Ich dachte, ich müsste da oben eine hacken. Rebellen, die hassen sie sowieso schon, oder? Ach, ja. Die kassieren auch immer die Lorbeeren für alles. Oh, und ich habe einen Ausgang für dich. Schicke die Koordinaten. Ich könnte den Schacht bei der Konsole öffnen. Ich dachte, ich müsste die Konsole oben nehmen. Gut ist nicht das Wort, das ich verwenden würde, aber wir kriegen das hin. Denk dran, es wird sich lohnen. Mit diesem Auftrag werden wir das Blatt wenden und holen uns einen kleinen Anteil an der Galaxis, die es auf uns abgesehen hat. Aha, wir reden später, Jalen. Bam, ba, bam, ba, bam. Vorsicht, noch mehr Truppler. Geh nach oben, ich habe eine Tür geöffnet. Das ist ja jetzt mal sogar halbwegs professionell im Vergleich zu dem, was sonst abgeht. Es könnte schlimmer sein. Hm.
Ich weiß nicht, in dem Raum möchte ich, glaube ich, nicht sein. Ach doch, da ist ein Schacht. Okay, dann ist in Ordnung. Polycarbonat. Ist das die richtige Richtung? Aha, du bist fast da. Wieso habe ich das Gefühl, dass es gleich richtig eskalieren wird? Direktor Barscha duldet keine Nachlässigkeit. Egal wann er gelandet ist, sein Shuttle muss ständig startbereit sein. Ich will keine Ausflüchte hören. Ich will Taten sehen. Es ist jetzt schon viel zu lange ruhig und ich schaffe schon viel zu lange, mich durchzuschleichen. Andererseits, solange Vader noch auf der Basis ist, weiß ich ja nicht, ob er noch auf der Basis ist, ist es, glaube ich, auch sehr unklug, Streit anzufangen. Oder lauten Streit anzufangen. Hey, ich sehe dich. Komm runter zu mir. Gab's keinen leichteren Weg? Willst du's leicht oder sicher? Ich bin überrascht. Du hast dich verändert. Sehr. Mein Leben ging weiter, nachdem du weg warst. Das mag nicht viel zählen, aber ich... Ich hielt es für das Beste. Und sieh dich an. Du hast mich nicht gebraucht. Okay. Das weißt doch du ich gar nicht. Gehört. Abgesehen davon war ich 12, wenn ich mich nicht seit damals verändert hätte. Wie alt war ich jetzt? 25, glaube ich. Also 13 Jahre später. Wenn ich mich in den 13 Jahren von 12 bis 25, speziell von 12 bis 25, nicht verändert hätte, also Halleluja. Wobei, ich kenne jemanden, der ist immer noch 12. Ich glaube, die Person weiß jetzt beim Zuschauen auch gerade, dass ich sie meine. Ja, genau du. Ich werde hierbei aber nicht erschossen, oder? Was glaubst du, warum ich dich da lang schicke? Hier läuft alles vollautomatisch. Es ist keiner da, der auf uns schießen könnte. Gut. Das ist nämlich deutlich schwerer, als es aussieht. Besser als erschossen zu werden, Kleine. Erschossen werden ist nicht schwer. Zeitplan Viper 071 V8852. Standort Plexus. Dauer 8 Standardwochen. Mission. Aktivität von Gewürz- und Waffenschmugglern im Gebiet des Raumhafens beobachten und erfassen. Jegliche Hinweise auf einen korallianischen leichten Frachter des Typ YT-2400 haben Priorität, da dieses Schiff unter Verdacht steht, erheblich in die Aktivitäten eines örtlichen Schmugglerings involviert zu sein. Ich hätte jetzt gerne noch so einen Beschleuniger, dass ich die nächste Stufe raushauen kann. Viele Aufträge hinter dir. Hab nie aufgehört. Inzwischen sind sie nur größer. Ja, so ist das Leben. Okay, Zielgerade. Verschwinden wir von hier. Weißt du, wir... Also du... Warst gut. Das hat funktioniert. Ja, wie in alten Zeiten. Den Guten. Da ist unser Shuttle, mit dem wir gekommen sind. Es funktioniert immer noch zu gut. Ich warte noch auf die Eskalation. Eskalation in 3, 2, 1. Cutscene. Na gut, also los! Für die Rebellion, was? Als ob die sowas drauf hätten. Nimm's tatsächlich. Leise rauf und leise runter geschafft. Ich glaube, das war der erste Auftrag im Spiel, der komplett nach Plan verlief. Und nicht alles komplett nach hinten losging. Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Oh, hier waren wir ja schon länger nicht mehr. Vielleicht ist das auch der unbekannte Ort, wo ich noch ein Passag-Spiel, ein Sabak-Spiel habe. Seit wann höre ich denn auf dich? Sieht genauso aus wie früher. Warum was ändern, was funktioniert? Geht's dir gut? Klar. Ich hab nur Sachen gesehen. Ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen. Sag ihnen nur das Nötigste. Es gibt ein Problem. Zerik Bash ist nur eine Fassade. Und Sliro ISB. Kusa! Imperiales Sicherheitsbüro, der imperiale Nachrichtendienst.
Die überwachen alles und sind viel gefährlicher als Sturmtruppen. Wenn die uns kriegen, sind nicht nur wir tot, sondern alle, die wir kennen. Wer jetzt aussteigt, verabschiedet sich auch von 157 Millionen Kredits. Du hast es gewusst. Wärst du hier, wenn ich's gesagt hätte? Danke, Farrick, Nobata, Dazapich, Hotza. Doch jetzt hast du Angst. Du hast alles verloren. Und das ist deine Chance auf einen Neuanfang. Oder ein paar Millionen für einen Ex-Imperialen, um abzutauchen. Und Rebellionen brauchen mehr als nur Hoffnung. Erst recht, wenn sie scheitern. Kay. Wir wären alle jetzt nicht hier, hättest du nicht bewiesen, dass es geht. Du hast den Tresorraum selbst gesehen. Das ist deine einzige Chance auf Freiheit. Kein Sliro, kein Todesmahl, niemand, der hinter dir her ist. Was sagst du dazu? Hell, it's about time. Beim letzten Versuch ist mir ein Schwachpunkt aufgefallen, und zwar ist es der Hangar. Diese Codes bringen uns ins Belüftungssystem. Sliros Tresore sind mit Energieschranken gesichert. Nichts, womit zwei Hacker nicht fertig werden. Sobald die Schranken aus sind, werden die Geschütze aktiviert. Ich sichere den Fluchtweg durchs Casino und tue ganz harmlos. Der TT-8L-Droide, der den Tresor bewacht, ist das Beste auf dem Markt. Aber ich bin besser. Hm. Der Tresor hat Chromium-Zeitschlösser, ist nicht zu knacken. Tagua cutis patisa. Cover Blasto no via no lia. Wenn wir den Tresor haben, müssen wir schleunigst da raus. Wie wär's mit der Kanalisation? Es gibt keine Pläne, aber mit einem Sender könntet ihr uns finden. ND5 und ich warten am Landeplatz mit der Bahnbrecher. Und dann auf in die Freiheit. Plotwist, in diesem scheiß Safe ist gar nichts drin. Wenden wir das Blatt. Angstsprengsatz, neuer Questgegenstand. Jetzt kann ich noch mit jedem quatschen. Was ist der Anlass? Visgati Toki. Si dita venza du yokola be mio his prior de puno. Jut no lia. Gigi chut wajo ta norgo. Schlau. Hätte ich mir mit meiner Schwester gewünscht. Bei mir sind's die Eltern. Als ich sie zuletzt sah, wurde ich zum Imperium geschickt. Als bin ich Deserteur. Und damit kann ich nie wieder nach Hause. Und du, Kay? Ich glaube, wir standen niemandem sehr nah. No, na, Kukit. Azima Yokola. Toga per Bram, tinka jigraba jagranchas duf. Nein, nix, du bekommst nichts. Ja gut, ich komme hier wahrscheinlich auch gar nicht raus, bevor ich nicht nochmal mit allen gesprochen habe. Oh, das ist wirklich optional. Bitte sag mir, dass das frisch ist. Das scheint ihm egal zu sein. Also, was macht dein Bein? Alles gut, Kay. Und die sechste Sippe hält dich für tot. Ich habe sie besänftigt, indem ich ein paar Rennen für sie manipuliert habe. Ich dachte, du hättest damit aufgehört. Ich habe noch ein paar Kontakte. Ja, glaubst du, Bram verdient mit dem Laden Geld? Mit einer neuen Speisekarte vielleicht. Ich war damit beschäftigt, jemandes Schulden zu bezahlen. Ach ja. Außerdem bin ich mir sicher, dass du ziemlich bald wieder abhaust, Rico. Hey, ich habe mich auf meine Art um Kay gekümmert. Ja? Was macht dein Bein? Lass das, Bram. Oh, was war das denn? Das war lange überfällig. Hör mal, Bram. Ich bin dir... Wir sind dir was schuldig. Für alles und so. Du bist mir nur die Miete schuldig. Und dass du lebend aus der Sache rauskommst. Ob mit oder ohne Geld. Aber besser wäre doch mit, weil dann bin ich dir ja gar nichts mehr schuldig. Na, hast du mir schon verziehen? Auf der falschen Seite der Galaxis geboren. Wer reich ist, hat leicht reden. Stimmt trotzdem. Wie lief es mit Rico? Auf sie war Verlass. Und ND5?
Was ist mit ihm? Er war dein Aufpasser. Aber jetzt ist er sehr von Keves überzeugt. Wir sind ein gutes Team. Er hat mich überrascht. Und nicht nur er. Nach diesem Auftrag bist du das Todesmal los. Und dann wirst du wieder eine Zukunft haben. Wenn du einen Vorschlag hast, spuck ihn aus. Das Imperium jagt die Rebellen quer durch die Galaxis. Die Syndikate sind durch ihre Machtkämpfe geschwächt. So eine Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben. Wir könnten Partner sein und uns was aufbauen. Zusammen. Was? Soll das ein Witz sein? Mit sowas mache ich keine Witze. Gut, denn du bist überhaupt nicht lustig. Was soll denn dann passiert? Ich glaube an dich, Kay. Das habe ich immer. Dank, Farrick. Also genug Ansprachen für heute. Wir verpassen unser Zeitfenster. Mit der Mami alleine kann ich anscheinend nicht reden. Schade, ich komme auch nicht mehr in mein altes Zimmer rein. Okay. Das war's. Dann in die 5. Hi, nix. Und? Hättest du gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen? Die Chance, dass ich wegen dir sterbe, lag bei 30%. Ist doch nicht schlecht. Und die Chance, dass ich dich erschießen muss, bei 93. Uff, okay. Ach, tut mir leid, dich zu enttäuschen. Ja, nun, es ist noch nicht vorbei. Bist du bereit? Oder willst du noch mal mit allen reden, bevor es losgeht? Hab ich schon. Gut, ich bin bereit. Was machst du mit deinem Anteil? Heißt es Ölbad? Ich bekomme nichts. Was? Das ist unfair. Ich bin ein Droide mit einem Hembolzen und Eigentum von Jalen Vrax. Das muss doch nicht ewig so bleiben. Wir nehmen Gedex Freiheitsheck. Nein, Kay. Wenn wir das schaffen, bin ich reich und du frei. Alle gewinnen. Stopp. Ich stehe loyal zu Jalen. Zu Jalen allein. Wenn du vom Plan abweichst, wäre ich gezwungen, dich zu eliminieren. Nein, nein, das meinst du nicht ernst. Es spielt keine Rolle, Kay. Legen wir los. Wir verschwenden Zeit. Forsche deine Gefühle in D5. Ich spüre den Konflikt in dir. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder hier. Es ist mal wieder soweit. Dort, wo alles jetzt begann. Jetzt finden wir raus, wie gut Jalens Pläne sind. Es ist nie exakt wie im Holo, oder? Gut, sobald ich das Sicherheitssystem ausgeschaltet habe, überbrücken wir die Zugangsluke und gehen rein. Das ist das Anwesen. Erster Halt ist das Sicherheitsgebäude. Von da schalten wir die äußeren Verteidigungsanlagen ab. Bleibt in Deckung. Ich kümmere mich um einen Weg zum Sicherheitsgebäude. Ich begleite dich, Kay. Nein, wirst du nicht. Das muss leise gehen. Was ist das denn? Komm hier rein. Tob dich aus, Nix. Ich bin gut. Ich halte besser mal die Augen auf. Nix, da drüben. Ruhig, konzentrier dich. Wo ist denn da jemand? Guter Junge. Was? Danke. Naja, ich halte besser die Augen auf. Das gefällt mir nicht. Ist jemand in der Nähe?
Leg los, Nix. Sieht verdächtig aus. Locker bleiben und auf alles vorbereitet sein. Ich finde sie. Also, wenn da draußen was ist. Wenn er zurückpatrouilliert, gehe ich hoch. Wenn er zurückpatrouilliert, gehe ich hoch. Das muss jetzt nicht sein, dass ich es herausfordere. Jetzt nur nicht unaufmerksam werden. Komm, hau ab. Ich finde sie. Das ist gar nicht wie zu Hause. Was geht hier vor? Shit. Dass der von da drüben jetzt bis hierher guckt, ist kacke. Wie auch immer. Ich glaube, ich muss mich um den kümmern, oder? Ich sollte die Augen offen halten. Irgendwo sind. Moment, sind die Kumpel. Ich hab sie! Wow! Alles klar, Boss! Ich bin bei dir! Manchmal, was ich echt schade finde, ist, manchmal braucht Nix viel zu lange zum Angreifen. Schnapp sie, die Nix! Naja. War trotzdem den größten Teil über clean. Hallo? Jetzt. Wo ist die Stromversorgung davon? Oder ging es wirklich nur darum, die Gegner zu entfernen aus dem Gebiet? Hast du was, Kleiner? Hiya! Gedeck, das Sicherheitsgebäude gehört dir. Ich habe genau den richtigen Druiden dafür. Und wo ist dein Druide? Ist das ein Taschendruide? Ist das ein Druide in deiner Hose oder freust du dich nur, mich zu sehen? Der ist angemalt. War ja zum Glück nicht laut oder so. Ich bin so stolz auf den Kleinen. Kommt schon! Wir müssen zuschlagen, bevor sie merken, was los ist. Bevor sie merken, was los ist? Bro! Hier startet gerade ein Krieg! Tot? Ich glaub schon. Mach die Luke auf, Asara. Verstanden, Truppführerin. Muss das sein? Ich öffne die Luke.
Okay, macht euch bereit. Ich leg jetzt los. Ja. Du sollst das Ding öffnen und... Gut gemacht, ihr Funk ist ruhig. Okay, das kann gern so bleiben. Infiltriere das Anwesen. Ich versiegle die Luke hinter dir. Wir sehen uns im Casino. Denk dran, ohne dich kommen wir hier nicht raus. Viel Glück, hey. Okay, wir müssen den Ventilator und den Saft abdrehen. Ich werde versuchen, sie auszuschalten. Was hast du gefunden, Nix? Wow. Okay, danke fürs Festhalten. Ich glaube, ich habe mir den Saft abgeschalten. Ich versiegle die Luke hinter dir. Wir sehen uns im Casino. Denk dran, ohne dich kommen wir hier nicht raus. Viel Glück, hey. Okay, wir müssen den Ventilator und den Saft abdrehen. Ich werde versuchen, sie auszuschalten. Da ist ein Kabel. Aber where does it go? Bringen wir das mal. Schleich mal rüber und hol das. Ah. Okay, Nix. Weißt du, wie wir die Ventilatoren ausschalten? So sollte es gehen. Zählt das jetzt für alle? Zumindest für den ich brauche. Okay. Das ist ein ziemliches Labyrinth, also bleib bei mir. Ich gehe links lang. Kryospule. Den schalte ich auch aus. Da muss ich hoch. Ich weiß nicht, Kay. Diese Rohre wirken ziemlich verrostet. Ja, ich glaube, sie wirken nicht nur so. Ich glaube, sie sind es sogar. Kay? Kay? Alles gut, wir sind noch da. Weißt du, wo du bist? In der Nähe des Hangars. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Also, immer weiter. Schön auf Plan. Hello from the other side. Da vorne ist der Hangar. Hey, wie geht's dir? Alles gut? Bin gerade etwas beschäftigt. I'm Spider-Man. Hast du gehört? Weiter. Ich hoffe ja immer noch, dass ich dieses dumme Getriebe finde. Jemand wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Allerdings muss man sagen, Sicherheitsmaßnahmen hin oder her, die verstärkt wurden, es ist ja immer noch lächerlich im Vergleich. Wir sind fast raus aus den Schächten. Ich glaube, ich sehe den Ausgang. Geh mal dahin, los, Roboter. Nimm sie ab, Nix. Siehst du was? Das funktioniert? Ja. Hab den Ausgang gefunden. Wir verlassen die Schächte. Das war ja richtig schlecht. Dass das nochmal gut gegangen ist. Ich habe irgendwie vergessen, dass ich die im Nahkampf nicht besiegen kann. Also, alles scheint in Ordnung zu sein. Mit Prügelnahkampf, nicht mit verstecktem Nahkampf. Ich brauche eine Ablenkung, Nix.
Das wird ein Rekord. Bisher 7 Hacks. Natürlich alles viel leichter mit Sliros Codes. Ja, wenn wir das klingt enttäuscht. Bist du so reich, dass du nie wieder hacken musst. Kleine, du verstehst Hacker nicht. Und jetzt sind's 8. Persönlicher Rekord. Keine Sorge, ich hab einen scharfen Blick. Warte mal. Ist ja verrückt. Hey, hier kannst du nicht hin. Kommt die da jetzt eigentlich runter, die nicht da oben gesehen hat? Ja, scheint so. Das ist nicht so gut, weil unten findet sie dann vielleicht eine Leiche. Okay, der hat wieder abgelassen. Die ist bis hierher tatsächlich. Ich glaub's nicht. Das ist die, die von drüben oben mich gesehen hat. Die ist bis hierher gelaufen. Krass. Da macht sich doch jemandem Spaß. Nix, sag, was du kannst. Komm, lauf rechts lang. Okay, läuft links lang. Ich sollte die Augen offen halten. Okay, wir liegen gut in der Zeit. Nichts außer Reinigungsdruiden hier. Oh, neue Modelle. Sensor verbessert, null Reibungsmotivator und sogar... Erinnerst du dich an das Wort Funkdisziplin? Hey, das ist wichtig. Nichts bringt mir das. Willst du das haben, Nix? Das ist übel. Super. Dankeschön. Irgendwas stimmt da nicht. Ha, ich habe nochmal so ein Getriebe gefunden. So, was brauche ich jetzt für die letzte Stufe? Besiege 3 Gegner mit einer einzigen Explosion. Easy. Meistere das Ereignis der Gesuchtstufe 6. Es gibt eine Gesuchtstufe 6. Okay. I didn't know. Stell nix. Eigentlich sollten die zwei da hinten mich nicht entdecken. Naja, ist jetzt anscheinend auch sowieso hinfällig. Oder auch nicht. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ach doch, da hinten schreiten sie rum, dass einer erwischt wurde. Okay, wir kommen aus den Schächten raus. Hab mir einen der Droiden vorgeknöpft und seinen Wartungszyklus gestartet. Der hat uns alle Sicherheitsschlösser geöffnet. Ich gebe zu, das war gar nicht so dumm. Na schau an, bin auf dem Weg. Irgendwas stimmt hier nicht. Nein, 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 alles gut. Mach nur weiter. Ach, die da hinten haben jetzt endlich mal abgelassen. Okay. Nach 8 Stunden. Die alten Lifte brauchen nur einen kleinen Schubs. War das der Schubs?
Hätte ich da noch irgendwas abschießen müssen? Na, Kumpel, was gewittert? Ja, da ist noch irgendwo. Ah, hier. I see. Das hält wahrscheinlich nicht lange, oder? Komm, sei schnell genug. Och Mann. Ach, da kann ich klettern. Och Mann. Doppelmann. Als ob ich da aber nicht gleich rüberspringen könnte. Ich bin schon über weitere Entfernungen gesprungen. Ich finde gerade jede Menge von diesen Kabeln. Sets freut mich. Ich schieß lieber nochmal, vorsichtshalber. Ja, ich schüttel's einfach ab. Okay. Du ahnst nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht, aber jetzt müssen wir zum Tresorraum. Je länger wir brauchen, desto schwerer wird die Sache. Dein kleiner Unfall hat uns wertvolle Zeit gekostet. Wir haben noch genug Zeit. Oder willst du sie mit Streiten verschwenden? Hm. Ich mag diese Kay. Ach, na los. Wir haben noch einiges zu hacken. Hey, jetzt bin ich die Mama. Mama. Geh auf dein Zimmer. Oh, hast keins? Du hast aber blöd. Siehst du was? Finde den Weg zum Tresorraum. Das ist schon wieder viel zu einfach bisher. Aber vielleicht ist ja das der Coup. Also ich glaube, es ist eine Falle, dass der Sliro durchaus weiß, was hier abgeht. Okay, Rico, bereit? Oder damit rechnet, zumindest. Und du? Und Vorkehrungen getroffen hat. Gleichzeitig abschließen. Sobald die Barrieren deaktiviert sind, nehmen uns die Geschütze ins Visier. Okay, Barrieren und Geschütze deaktiviert. Gut gemacht. Hab noch nie ein Dual-Hack mit jemandem gemacht. War nämlich nie jemand gut genug für mich, bis heute. Wow. Das war ein bisschen schmierig. Torwächter-Druide voraus. Ich bin bereit. Mach die Tür auf. Ich will nur reden. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Ich arbeite jetzt für Sliro. Ich weiß, dass hier ist alles Fassade für das Imperium. Komm schon, wir arbeiten beide für das ISB. Mach's nicht unnötig kompliziert. Lass mich rein. Warum musst du es mit so einer Frage ruinieren? Ah, schon viel besser. Torwächter-Druiden sind hochentwickelt. Sprich, Freund, und tritt ein. Hochentwickelt genug. Ach, na dann öffnen wir diesmal hoffentlich den richtigen Tresor. Das wird ja wohl der in der Mitte sein, oder? Oh, na los, in den Tresor. Ich bring die Ladungen an. Bumm! Hat mich jetzt wenig beeindruckt, muss ich zugeben. Mit Codes kannst du die Tür knacken. Und das ist eine Lektion für dich, Kay. Nie den gleichen Code zweimal nutzen.
Zarek Bash! Woher wissen die, dass wir hier sind? Ah, die haben auf uns gewartet. Die lassen einfach nicht nach. Einfach. Scheiße, den da treffe ich nicht. Jawohl! Wir sind noch nicht fertig! Man merkt, dass ich mit dieser Diebesrüstung aber im Kampf deutlich schlechter bin als mit dieser Überlebensrüstung, die ich als letztes anhatte. Ich muss dir danken. Man kann nicht oft sein eigenes Todesmal beanspruchen. Hol's dir doch! Vale. Gnasia. Ich glaube nicht, dass Vale das tut. Worauf wartest du denn noch? Nein. Hab's mir überlegt. Ist das ein Scherz? Zum Totlachen, hm? 20%! 10! Ich nehme dir alles, was du hast. Dann mach doch. 15! Na schön. Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst? Ankh, kann losgehen. How could you know us, dude? Eure Leben sind verwirrt. Okay, das war ein lustiger Auftritt. Eure Familien, Freunde, tot. Kein einziger Ort in der Galaxie ist sicher vor ihm. Oh, bitte, erschieß ihn einfach, Vale. Oder so, danke. Immerhin, er hält den Mund. Ich brauch bestimmt keinen ISB-Direktor. Der Typ hat, glaube ich, von gar nichts eine Ahnung. Kommst du? Ich halte sie auf. Ganz Zarek Bash macht jetzt Jagd auf euch. Sei bereit, Kay. Aber ich dachte, das Todesmal wird weggemacht. Ich verstehe übrigens sowieso nicht ganz, wie das funktionieren soll. Wieso sollte man das Todesmal entfernen, wenn ich etwas mache, das noch schlimmer ist? Da vorne ist das Casino. Alles klar. Ankh, Gedeek, Zeit sich aufzuteilen. Was? Darüber haben wir nicht geredet. Rico hat mein Gesicht in den Sicherheitsloks gefunden. Wenn ich da reingehe, gibt's ein Sirenenkonzert. Und ohne Uber, wenn der Wajo Baredir Nolia Uber. Giudovdita! Schon gut, aber wir sehen euch beide auf der Bahnbrecher. Wir fahren jetzt also mit einem Safe spazieren. Das ist safe eine gute Idee. Hey, wie geht's voran? Ihr liegt 7,5 Minuten zurück. Vielleicht, weil wir gerade Sliro begegnet sind. Wer war da? Der Kerl ist paranoider, als wir dachten, aber wir haben die Ware. Asara, bist du da? Ich bin in der Sicherheitszentrale. Der Peilsender ist platziert. Ihr solltet ein schönes, sauberes Signal bekommen. Ich hoffe allerdings, dass der jetzt nicht nochmal irgendwie auftaucht und, keine Ahnung, Vale oder so kalt macht oder irgendwas in der Art, weil das wäre unnötig. Ich finde, es ist schon richtig, dass sie ihn übertrumpft hat. Beziehungsweise sie ihn ausgespielt, das trifft es wahrscheinlich besser. Durchbricht die Wand zum Casino. Das wird die hier sein, ne? Okay, das war ganz schön laut. Oh. Okay, das musst du dir ansehen. Ah, Zarek Bash räumt das Casino. Clever.
So viel zum Thema aus der Vordertür rausspazieren. Tja, war ein guter Plan. Die wollen einen Kampf? Dann geben wir ihnen einen. Schön, dass wenigstens einer von uns Spaß hat. Ich glaube, der Druide hier hat auch Bock. Einfach wee wee. Fast geschafft. Ich glaube es nicht. Wir sind fast raus. ND5, wie sieht's mit dem Schiff aus? Euer Schiff ist da. Du brauchst keine Laufanimation, Azara. Alles gut. Du kannst ein bisschen Inlineskaten, da habe ich kein Problem damit. Ach, komm schon. Ich glaube, die Druiden haben mit Abstand am meisten Bock hier. Unser eigenes. Azara, halt sie auf. Rico, hacke die Generatorabdeckung. Gehackt. Die erste Abdeckung ist offen. Schieß auf den Energiekern. Ich soll es kaputt machen. Da sind Jäger. Ich kann die Abdeckung. Ich dachte überladen. Ihr müsst uns am Leben halten. Ja, ist klar. Ja, was soll man, du sagst. Wir werden an. Okay, die Generatoren sind offen. Feuer frei. Ich finde es auch gut, dass die Waffen von denen tatsächlich einfach schlichtweg besser sind als der Blaster. Aber jemand Kompetentes am Werk. Jede Menge Funkverkehr, Kill. Da kommen noch mehr Serik-Bess. Ich brauche mehr Zeit. So eine dynamische Verschlüsselung habe ich noch nie gesehen. So eine dynamische Verschlüsselung habe ich, hab's schon. Das müsst ihr rennen! Legt sie um! Los, alle zur Bahnbrecher! Jetzt! Alter, das Teil. Wie es rumpaced, hey. Darf ich bestimmt nur ein bisschen im Weltall rumballern. Wird alles verändern. Wo ist die Beute? Das ist besser. Sleros Datenbank. Imperiale Zugangscodes, laufende Operationen, Basisbaupläne. Und Sleros private Sammlung von Erpressungsmaterial über fast jeden hochrangigen Offizier des Imperiums. Daten, von denen seine Freunde beim ISB keine Ahnung haben. Hey! Du hast gesagt, die Rebellion bekommt Zugriff und niemand wird verletzt. Gibt's hier irgendjemand, der mir nicht in den Rücken fällt? Slero hat Millionen des ISB in Serik Besh investiert. Er wollte Unterweltnetzwerke nutzen, um Rebellen zu jagen.
Es ging schief, aber irgendwie erschuf er dabei eines der mächtigsten Verbrechersyndikate der Galaxis. Du willst Zerik Bash? Ich habe den Kodex, ich habe Asaras Rebellennetzwerk und im Gegensatz zu Sliro gebe ich dem Imperium alles, was es will und mache Millionen. Was hast du immer mit Sliro? Ich wende nur das Blatt, Kay. Du kannst gehen, sobald Zerik Bash ihm gehört. Kein Todesmal mehr, wie geplant. Und das Haare? So verschwindet das Todesmal. Okay, natürlich. Okay, neuer Plan. ND5? ND5 sagt nein. Hey, lass das! Du hast das Ziel aus den Augen verloren, Kleine. Das bin nicht ich, Kay. Also mir war von Anfang an nicht geheuer, beziehungsweise wusste ich, dass da was faul ist bezüglich des Inhalts des Tresors. Aber mit dem Outcome so habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Dass er dann halt einfach Zerik Bash, also das Syndikat Zerik Bash übernehmen will. Aber das macht Sinn, so bekomme ich das Todesmal auch weg. Diejenigen, die das Todesmal ausgesendet haben, können es natürlich auch wieder zurückziehen. Macht Sinn. Mehr Sinn, als dass ich den Typ beklaue und der sich denkt, ja okay, passt jetzt mit dem Todesmal, das reicht schon wieder. Ja, das ist der Tag, an dem die Mami verschwunden ist. Hey Kleine, ich halt sonst keine Reden, aber ich versuch's. Wir wissen beide, dass du nicht für so eine Art Leben gemacht bist. Aber ich hab kein anderes. Wenn du bei mir bleibst, überlebst du nicht. Du bist ein gutes Mädchen. Aber vergiss nicht, dass in dieser Galaxis nicht immer jemand für dich da sein wird. Du kannst das Zimmer behalten, bis du weißt, wie es weitergeht. Schon gut. Nur für ein paar Tage. Wie du willst. Das sind ein paar lange Tage geworden. Bis ich weiter weiß. Ich finde es aber lustig, dass die Elfe das nicht mal ganz angehört hat. Ist das die Rettungskapsel von der Bahnbrecher? Wo sind wir? Domatoma Distor, Uhayaba Suja Revelator. Dir geht's gut. Ob der da reinpasst? Wie habt ihr mich gefunden? Rico. Chitinkaoto. Sata Uba. Wir haben ihr Shuttle geklaut und kamen so schnell wie konnten. Und jetzt haben wir dich und hauen wieder ab. Danke, euch beiden, aber ich gehe nirgendwo hin. Chichiwamake. Titoki Tabolani. Andy steht immer noch unter Jalens Kontrolle. Er war schon Jalens Vollstrecker, lange bevor wir überhaupt ins Spiel kamen. Und ohne ihn wärst du jetzt in einem imperialen Labor. Und du im Knast auf Kijimi. Ja, es lief schlecht. Aber ND ist der Einzige, der nicht einfach so gehen kann. Wir können ihm den Heck ja gegen seinen Willen geben. Nimm das. Und lass dich nicht sehen. Oh. Ank, versteckst du ein paar Präsente? Twamabola, du tu dies. Wenn du ihn findest, ramm das in seinen Hemmbolzen und ND5 ist frei. Erstmal suchen du und ich die Brücke. Und die Plastoidköpfe, die uns umzingelt haben?
Gibt es eine riesen Explosion? So wie sie gerade runtergeguckt hat zu Ankh. Das ist mein richtiges Team. Genau die. Beweg dich, Abschaum. Sachte. Ich glaube, ich habe die Sturmtruppenkleidung an. Es ist tatsächlich passiert. Ja, tatsächlich. Bleib bei mir. Was? Nein, du bleibst bei mir. Ich bin die mit dem Blaster. Wir müssen so tun, als gehören wir hierher. Wo sind die Turbolifte? Woher soll ich das wissen? Ich war nie auf einem Sternzerstörer stationiert. Aber an der Stelle gibt es jetzt leider einen kleinen Cliffhanger. Der Sektor ist tot. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis dahin. Dankeschön. Du willst also einfach mit dem Freiheitshack zu ND5 gehen. Das sollte den Hembolzen lösen, oder? Außer er hat eine Fehlfunktion. Oder du kommst nicht nah genug ran. Was, wenn er dein Bewegungsmuster erkennt? Dann werde ich erschossen. Ha. Schön, dass wir darüber geredet haben. Bis dann.